Moin Leute, willkommen bei Comic Inn und willkommen zur nächsten Sammlungsvorstellung. Wir waren stehen geblieben bei Batman Panini Heftserie Anfang der 2000er, erste Panini Heftserie, dann die vier Paperbacks, Detective Comics und jetzt steigen wir ein in Bruce Wayne Murder 1 und Bruce Wayne Murder 2, zwei Paperbacks, die sicherlich nicht mehr so gut auf dem Markt zu bekommen sind. Ich habe euch auch schon den Cliffhanger das letzte Mal angeteasert. Wesper Fairchild wird hier drin tot aufgefunden im Wayne Manor von Bruce Wayne. Wesper Fairchild ist ja seine ehemalige Geliebte, ehemalige Gespielin, was auch immer sie für ihn in diesem Moment ist, sie ist tot. Und da Bruce so eine dunkle Charakterentwicklung hatte in der letzten Zeit, traut es der Leser ihm tatsächlich zu, weiß es aber natürlich nicht. Und genauso wie der Leser es ihm zutrauen würde, trauen es ihm auch viele aus der Bat-Family zu. Besonders Dick Grayson kommt ins Grübeln. Weswegen man auch eine harte Auseinandersetzung in Teil 2 hat. Ein richtiger Faustkampf über ein ganzes US-Heft gefühlt. Wirklich toll. Barbara Gordon kommt ins Grübeln. Dann wer noch? Huntress sowieso. Bloß Tim Drake, der junge Robin, der wirklich noch unbelastet ist eigentlich zu diesem Zeitpunkt, der vertraut ihm doch grenzenlos. Und der wird auch nicht erschüttert nach einem Gespräch mit Dick Grayson, was auch in, ich glaube, Band 2 abgedruckt ist. Ganz toll. Wir haben es hier wieder viel mit dem GCPD zu tun. Rene Montoya, Crispus Allen sind da am Start. Commissioner Gordon ist da zurzeit noch raus, weil er ja niedergeschossen wurde. Das macht wirklich Spaß. Es ist auch viel Politik wieder, viel Gerichtsverhandlungen. Die beiden kommen in den Knast. Wenn ich sage die beiden, meine ich Bruce und Sasha Bordeaux, seine Leibwächterin, die die Leiche mit Bruce gefunden hat und deswegen zum Mitverdächtigen gemacht wurde. Die beiden schweigen und nur durch dieses Schweigen kommen beide in den Knast. Die ganze Gesellschaft wollte sehen, wie Bruce Wayne, der schwerreiche Playboy, in den Knast wandert, weil es hieß, ach, den buchten die eh nie ein. Also sollte an ihm ein Exempel statuiert werden. Und beide schwiegen, um sich halt nicht gegenseitig noch mehr zu belasten, weil es war eh schon klar, die Situation ist schlimm genug. Und so wanderten beide in den Knast. Für besonders Sasha Bordeaux fing die richtig harte Zeit an, weil sie in diesem Frauenknast auch noch gemobbt wurde. Und diese Trennung im Knast auch noch, Männerknast, Frauenknast, Bruce Wayne, klar, der steckt das weg, der kommt auch relativ schnell raus, der hat Sasha Bordeaux wirklich zugesetzt, besonders weil die beiden sich auch in der Kantine, wo man sich zwangsläufig sieht, also die Trakte waren getrennt, aber nicht die Kantine, da haben die kein Wort miteinander gesprochen, auch um nicht noch mehr Gründe zu liefern, gegen die beiden zu schießen. Sie geht daran wirklich kaputt und das führt mich persönlich auch schon zu den nächsten vier Paperbacks. Und zwar Bruce Wayne auf der Flucht 1, Bruce Wayne auf der Flucht 2, Bruce Wayne, ihr könnt es euch denken, auf der Flucht 3 mit einem sehr tollen Cover und Bruce Wayne auf der Flucht 4 mit Deadshot drauf. Sasha Bordeaux wird von Batman eigentlich immer weiter abgekapselt, sie will das ja gar nicht und sie geht da wirklich dran kaputt. Das führt so weit, dass die Beziehung zwischen den beiden auch kaputt geht. Checkmate holt sie dann irgendwann aus dem Knast raus und macht sie erstmal zu einer ihrer Agentinnen. Sie bekommt auch ein völlig anderes Äußeres und ist nicht mehr die Sasha Bordeaux, die wir so kennen als Leser. Batman hingegen flieht und versucht natürlich den ganzen Fall neu aufzurollen, was die Situation allerdings nicht erleichtert, dass seine Bat-Family ihm immer noch gewisses Misstrauen entgegenbringt. Er schafft es allerdings nach und nach durch immer mehr Beweise, die zusammenkommen und immer mehr Zeichen, die sagen, Bruce Wayne ist es nicht gewesen, schafft er das Vertrauen nach und nach zurückzugewinnen, was ganz schön ist. Letztendlich ist das eine wirklich tolle Reihe, die hat sehr viel Spaß gemacht. Zeichnerisch war die nicht immer 1A. Das war oft hässlich, weil die Detective Comics, die hatten zu der Zeit einen sehr einfachen Stil, also sehr popartig, wenn es darum geht, große Flächen mit der gleichen Farbe einfach eintönig zu beschmieren. Auch waren die Menschen, die Charaktere sehr einfach gehalten, also mit wenig Linien, mit starken Linien, starken schwarzen Umrandungen, war nicht so schön. Ich würde sogar sagen, man hätte einige Charaktere nicht erkennen können, aber naja. Später kommt man dann auf die Spur und es mischen sich halt einige Superschurken in Anführungszeichen ein, weil David Kane, dem Vater von der damaligen Cassandra Kane Batgirl, den würde ich nicht als Superschurken darstellen, weil er Batman trainiert hat und er ist zwar Auftragskiller, aber kein Superschurke für mich.
Deadshot ist auch ja ähnlich, aber der fällt schon mehr unter die Kategorie Superschurke. Und so löst sich das Ganze in einem sehr geilen Kampf zum Schluss auf, der allerdings auch relativ schlecht gezeichnet ist. Das zog sich irgendwie durch die ganzen Serien. Batman, Detective Comics, war nicht schön. Batgirl war auch nicht super schön gezeichnet. Das war einheitlich relativ mau, was das Zeichnerische, das Künstlerische betrifft. Wie gesagt, David Kane und Deadshot, großes Finale. Ich sag erstmal nicht zu, welcher Konklusion es kam. Das könnt ihr selbst lesen, wenn ihr an die Bände rankommt. Wie gesagt, die sind wirklich ein bisschen schwieriger zu erhalten. Haben aber wirklich Spaß gemacht, wenn man sie alle hintereinander wegliest, weil da auch so viel verschiedene Comics abgedruckt worden sind, Comicserien. Da wurden zwar auch manche Hefte nur teilweise abgedruckt, irgendwie zu 2, 3, 4, 5 Seiten. Und trotzdem war es wirklich toll, weil wir Nightwing hatten, wir hatten Robin, wir hatten Batgirl, wir hatten die Birds of Prey, Batman, Detective Comics, Gotham Knights. Wir hatten da bestimmt 7 bis 10 Serien drin, was die Sache wirklich toll und abwechslungsreich gemacht hat. Und auch die Geschwindigkeit der Abfolge der Ereignisse, die war einfach genau richtig. Teils wurde es halt langsam, besonders als Bruce in den Knast kam. Und dann ging es wieder schnell, als er ausbrach. Die Indizien, nach und nach kamen sie zusammen. Es war wirklich, wirklich sehr schön erzählt. Wir steigern uns im Veröffentlichungsformat. Batman Monster Edition 1 und Batman Monster Edition 2. Und ihr seht es vielleicht schon, wir haben es hier mit zwei verschiedenen US-Serien zu tun. Hier ist eine ganze Sammlung an Gotham Knights Heften drin und hier sind ausschließlich Detective Comics gesammelt. Zu meiner großen Verwunderung gefiel mir der Gotham Knights Band sehr viel schlechter als der Detective Comics Band, was ja in der Panini-Heftserie von damals deutlich anders war, weil die Gotham Knights Bände bzw. die Hefte, die waren wirklich toll, wirklich geil, toll gezeichnet, alles super. Die sind zwar größtenteils immer noch gut gezeichnet, aber die Storys sind einfach ein bisschen mau. Das Tollste an diesem Band war, dass es eine Story gibt, wo Bane vorkommt. Das ist, ich glaube, ein Drei- oder Vierteiler, wo plötzlich die Frage auftaucht, ist Bane Batmans Bruder? Hat Batmans Vater seine Mutter betrogen auf einem Urlaubstrip und ist dabei Bane rausgekommen, weil er, glaube ich, auch noch einen Brief von Thomas Wayne hat, wo sowas angedeutet steht. Super coole Story, aber leider auch die einzig richtig überzeugende in diesem Band. Ganz anders und für mich einer der besten Batman-Bände, die bisher auf dem deutschen Markt erschienen sind, was ich gelesen habe. Batman Monster Edition 2 ist ganz, ganz großes Kino. Fängt an mit einer sechsteiligen Storyline Dead Reckoning. Die handelt erstmal um den Mord an Killer Motte. Killer Motte, ja, ein kleiner Gangster. Schaut mal wieder bei Mabugo und meinem Crossover rein. Da hatten wir auch Killer Motte. Und dann geht es los. Dann werden alle Schurken abgeklappert. Wer hat Killer Motte getötet? Und zum Schluss gibt es einen richtig krassen Endkampf. Einen richtig, richtig heftigen Endkampf. Mit einem Schurken, den man so nicht kennt und der danach auch nicht wieder auftaucht, soweit ich weiß. Was fast noch viel schöner ist, es folgt direkt ein Dreiteiler, ein Crossover mit Batman und Alan Scott, der ersten irdischen Green Lantern, die einen alten Feind von Alan Scott bekämpfen müssen. Der hat einen Holzschläger, was natürlich Alans Schwäche ist. Ein Holz-Baseballschläger, dazu gesagt. Und das ist auch wirklich eine hammergeile Storyline, die künstlerisch sehr hochwertig ist und das hat riesigen Spaß gemacht. Danach fallen die restlichen Stories auch hier ein bisschen ab. Was dem Ding aber keinen Abbruch tut, das hier ist vielleicht eine der größten Leseempfehlungen, die ich überhaupt für euch habe. Zum Abschluss dieser Sammlungsvorstellung noch ein Sechsteiler. Es startete eine neue Panini Batman Heftserie im Jahr, steht es irgendwo drauf, 2003, März. Ihr kennt die Hefte wahrscheinlich, ihr kennt das Cover. Mittlerweile wurde das zigmal gereprintet. Das hier ist die Hush-Saga von Jeff Loeb und Jim Lee. Zusammengefasst in 6 Heften. Die 1, die 2 mit einem tollen Cover Catwoman drauf, die Nummer 3 mit Superman, die Nummer 4 mit dem Joker, also alle großen Stars vorhanden, Nummer 5 Ra's al Ghul und die Nummer 6, ja gut, hier haben wir jetzt keinen großen Schurken drauf, aber ein Teil der Bat Family mit einem tollen Cover. Hush ist ein großartiger Charakter, muss ich sagen. Hier drin eingeführt, er ist wirklich cool. Und ich mag es zum Beispiel auch, wie er in der TV-Serie Gotham eingeführt wird. Ich habe jetzt Staffel 1 durchgeguckt und vielleicht werden es einige gar nicht wissen.
Bruce Wayne haut ja einem Jungen in der Schule voll auf die Schnauze, weil er ihn auf seine tote Mutter anspricht. Tommy Elliot, das ist Hush, finde ich grandios gelöst, dass sie ihn da so ein bisschen reingepackt haben als Easter Egg, ohne dass es jetzt groß auffällig ist, dass es Hush ist. Die Storyline, das ist wirklich so, hier wurde jeder Superschurke verwurstet. Nun gut, ich glaube, außer Clayface beispielsweise. Also ein paar fallen raus, aber der Großteil ist da wirklich drin. Fängt gleich an mit Killer Croc, der beauftragt wurde. Und dann gehen wir, wie gesagt, über zu Catwoman, zum Joker. Ach, alles Mögliche. Superman ist ein bisschen unnötig deplatziert, finde ich, in der Story. Irgendwann ist es dann auch zu viel. Ist einfach so. Manchmal muss man es auch gut sein lassen. Aber an sich ist das wirklich tolle Unterhaltung. Und wahrscheinlich hat die Eagle Moss Collection auch alles richtig gemacht, indem man diese Storyline wirklich als Einstiegspunkt gewählt hat. Sollte nicht die letzte Hush-Storyline sein, da folgen jetzt mittlerweile, glaube ich, noch zwei weitere große. Die nächste seht ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Sammlungsvorstellung. Das ist eine etwas kürzere Folge, weil wir jetzt an dem Punkt ankommen, wo ich erstmal bei Batman raus bin. Ich habe zwar noch unfassbar viel an Batman, aber bis hierhin habe ich erstmal gelesen. Dann fehlten mir einzelne Hefte, die ich jetzt erst in letzter Zeit geholt habe. Und dann hatte ich anderes zu lesen und da werde ich demnächst mal wieder einsteigen. Also nächstes Mal erzähle ich euch vielleicht nicht, was unbedingt in den Heften vorkommt, aber eventuell auch mehr, was ich mit den Heften verbinde. Also ich denke, es wird nicht unspannender beim nächsten Mal. Bleibt dran, das war euer Comic-In mit meiner Meinung nach wirklich krass guten Bänden. Also die kann man alle empfehlen. Außer vielleicht den ersten Megaband, den kann man sich kneifen. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.